Hi Leute, Kenji heute wieder da mit einem neuen Video. Im vorletzten Video hatten wir einen Atom 230 mit 1 GB RAM und einer GeForce GT 610. Wir haben ein paar Spiele drüber laufen lassen und noch ein paar andere Sachen ausprobiert, die man damit vielleicht machen kann. Heute haben wir einen Atom 330 mit 2 GB RAM am Start. Der 330 ist basically zwei Atom 230 zusammengepappt. Also zwei Kerne, 4 Threads. Dazu doppelt so viel RAM wie beim letzten Mal. Schauen wir mal, ob wir damit die doppelte Leistung kriegen. In Resident Evil 6 hat das System immerhin 6 Punkte mehr erreicht. In Doom 3 BFG Edition konnte sich die durchschnittliche Framerate um 5 Frames per Second steigern. Aber am meisten hat Portal 2 reingehauen. Hatten wir vorher durchschnittlich 28,8 Frames per Second, sind wir jetzt auf 40 im Durchschnitt gekommen. Mit einer maximalen Framezahl von 87. Beim Streamen auf Twitch sank die CPU-Last von um die 70 auf um die 30 und Frame Drops kamen nicht mehr vor im Vergleich zu vorher. Erfreulicherweise waren jetzt auch YouTube-Videos in 720p ohne Probleme möglich. Absolut genial! Unterm Strich ist das System jetzt sehr viel brauchbarer geworden durch das Upgrade. Es sieht wohl so aus, als bräuchte man in der heutigen Zeit wirklich absolut notwendig einen Dual-Core-Prozessor. Wie schnell auch immer. Gut, damit sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Wenn ihr mir was mitteilen möchtet, bitteschön, die Kommentarsektion ist da unten. Ansonsten abonniert mich bitte, dann kriegt ihr auch weiterhin Videos. Bis bald!